zu dir und ich gehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz vor dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Ihr Lieben, heute hören wir von Biliam, wie er vom Wege Gottes abkommt und die Menschen um ihn herum und auch seine Eselin dies zu spüren bekommt und wie Gott im rechten Moment eingreift. Ja, eingreifen. Eingreifen Gottes. Wie oft habe ich das schon gehört? Warum greift Gott nicht ein? Diese Frage können wir nicht beantworten, da wir die Pläne Gottes nicht kennen. Aber wir dürfen doch voll Vertrauen sein, dass Gott mit uns ist. Wir singen miteinander das erste Lied. Das ist die Nummer 362. Eine feste Burg ist unser Gott. Thank you.
Wir beten mit Worten aus Psalm 91. Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt und bei ihm, der alle Macht hat, bleiben darf, der sagt zum Herrn: Du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Du kannst dich darauf verlassen. Der Herr wird dich retten vor den Fallen, die man dir stellt, vor Verrat und Verleumdung. Er breitet seine Flügel über dich, ganz nah bei ihm bist du geborgen. Wie Schild und Schutzwall deckt dich seine Treue. Du musst keine Angst mehr haben vor Gefahren und Schrecken bei Nacht oder Überfällen bei Tag, vor der Seuche, die im Dunkeln zuschlägt, oder dem Fieber, das am Mittag wütet. Du sagst: Der Herr ist meine Zuflucht. Beim Höchsten Gott hast du Schutz gefunden. Darum wird dir nichts Böses geschehen, kein Unheil darf dein Haus bedrohen. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst. Amen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lieber Vater, durch Jesus Christus kommen wir zu dir, um uns unsere Schuld zu bekennen, aber auch vor dich zu bringen, was uns quält und ängstigt. Ja, wir möchten mit dir gehen, aber durch alles um uns herum vergessen wir dich. Dabei ging es uns so viel besser, wenn wir mit dir gehen würden. Herr, die Angst vor dem Krieg lähmt uns. Sie lähmt vor allen Dingen die alten Menschen, die den Krieg noch hautnah erlebt haben. Aber Krieg vor unserer Haustür oder fast vor unserer Haustür, das ist für uns eine Erfahrung, die wir machen müssen, aber nicht brauchen. Herr, wir bitten dich, nimm diese Ängste, damit wir klare Sicht auf die Dinge haben, damit wir die Zusammenhänge verstehen und uns wirklich dagegen wehren können. Vor allem im Gebet. Deswegen rufen wir jetzt zu dir: Herr, sei du mit uns und hilf uns. Mach uns stark, das alles zu ertragen. Lass uns schauen, dein Licht, deine Liebe und deine Güte, die dein lieber Sohn Jesus Christus am Kreuz gezeigt hat, als er sich aus freiem Willen für uns dahingab. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, du hast uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Amen. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. Du hast dich für uns dahingegeben, damit wir vor dich bringen können, was uns bewegt. Du hast für uns dein Leben gegeben, damit du zum Licht wirst. Du bist für uns auferstanden,
damit der Tod nicht das letzte Wort hat. Wir bitten dich, sei du mit uns. Sei du mit uns auf dem Weg, den wir jetzt beschreiten müssen. Und gehe du mit deinem Licht, deiner Liebe und deiner Sicherheit voran, damit wir dir folgen können. Dies bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, 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 Amen. Die Lesung steht im 4. Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 20. Die Israeliten zogen wieder südwärts und schlugen im moabitischen Steppengebiet in der Jordanebene gegenüber von Jericho ihr Lager auf. Balak, der Sohn Zippors, wusste genau, was für eine Niederlage die Israeliten seinen Nachbarn, den Amoritern, bereitet hatten. Als er und seine Leute die Menge der Israeliten sahen, erschraken sie und verloren allen Mut. Sie ließen den Sippenältesten der Midianiter sagen: Sie sind so zahlreich, dass sie rings um uns her alles an sich reißen werden, wie eine Rinderherde das letzte Hälmchen Gras auf der Weide abreißt. König Balak schickte Boten in die Stadt Petor am Euphrat, um Biljam, den Sohn Boas, zu Hilfe zu rufen. Er ließ ihn sagen: Ein großes Volk bedroht mich. Sie sind aus Ägypten gekommen und haben sich hier niedergelassen. Direkt an meiner Grenze haben sie ein riesiges Lager aufgeschlagen. Ich kann nicht mit ihnen einig werden. Deshalb komm bitte und hilf mir. Wenn du einen Fluch gegen sie aussprichst, wird es mir vielleicht gelingen, sie zu besiegen und zu vertreiben. Ich weiß, was dein Wort bewirken kann. Wenn du jemand segnest, muss ihm alles glücken. Und wenn du jemand verfluchst, rennt er in sein Verderben. Die Ältesten der Moabiter und der Midianiter gingen zu Biljam und nahmen den Lohn für seine Dienste gleich mit. Sie richteten ihm die Botschaft Balaks aus und er antwortete ihnen: Bleibt die Nacht über hier, morgen kann ich euch sagen, welche Anweisung mir der Herr gegeben hat. So blieben die Anführer der Moabiter bei Biljam. In der Nacht kam Gott zu Biljam und fragte: Was für Männer hast du da bei dir zu Gast? Biljam antwortete: Der Moabiterkönig Balak hat sie zu mir geschickt. Das Volk, das aus Ägypten gekommen ist, macht ihm Angst. Nun soll ich hingehen und es mit einem Fluch belegen, damit er es vertreiben kann. Gott aber sagte zu Biljam: Geh nicht mit ihnen. Du darfst dieses Volk nicht verfluchen, denn ich habe es gesegnet. Am Morgen sagte Biljam zu den Abgesandten des Königs Balaks: Ihr müsst allein heimkehren. Der Herr hat mir verboten, mit euch zu gehen. Die Abgesandten kehrten zu Balak zurück und berichteten ihm von Biljams Weigerung. Da schickte Balak eine noch größere Gesandtschaft und wählte dafür noch angesehenere Männer aus. Er ließ Biljam durch sie ausrichten: Nichts darf dich abhalten, zu kommen. Ich werde dich reich belohnen und alles tun, was du von mir verlangst. Tu mir nur den einen Gefallen und verfluche dieses Volk. Biljam antwortete ihnen: Balak mag mir alles
Silber und Gold geben, das er besitzt. Gegen den Befehl des Herrn, meines Gottes, kann ich auch nicht den kleinsten Schritt tun. Aber bleibt auch ihr die Nacht über bei mir zu Gast. Vielleicht hat der Herr mir noch etwas zu sagen. In der Nacht kam Gott und sprach mit Biljam. Auch diese Männer kommen also von Balak und wollen dich holen, fragte der Herr. Geh ruhig mit ihnen. Tu nur das, was ich dir sagen werde. Gott spricht zu Abraham, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Amen. Wir singen miteinander das nächste Lied. Das ist die Nummer 600, Meine engen Grenzen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir lesen weiter im vierten Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 21 bis 40. Am Morgen sattelte Biljam seine Eselin und machte sich mit den Abgesandten König Balaks auf den Weg. Darüber wurde Gott zornig. Während Biljam mit seinen beiden Dienern dahin ritt, stellte sich ihm der Engel des Herrn in den Weg. Die Eselin sah den Engel mit dem gezogenen Schwert in der Hand dastehen und wich ihm aus. Sie ging vom Weg ab ins Feld hinein. Biljam schlug die Eselin und trieb sie wieder auf den Weg zurück. Da stellte sich der Engel an eine Stelle, wo der Weg rechts und links von Weinbergmauern begrenzt war. Die Eselin sah ihn und suchte auszuweichen. Sie drückte sich an die Mauer. Biljams Fuß wurde eingequetscht, und wieder schlug er sie. Der Engel ging nochmals ein Stück weiter und suchte eine Stelle, an der man weder nach rechts noch nach links ausweichen konnte. Als die Eselin ihn sah, legte sie sich hin. Biljam wurde vom Zorn gepackt, und er schlug mit dem Stock auf sie ein.
Da gab der Herr der Eselin die Fähigkeit zu sprechen und sie sagte zu Biljam: Du hast mich jetzt schon dreimal geschlagen. Was habe ich dir denn getan? Zum Narren hältst du mich, schrie Biljam. Wenn ich ein Schwert hätte, wäre es schon längst um dich geschehen. Die Eselin sagte: Schon so lange reitest du nun auf mir und kennst mich genau. Warst du bisher jemals unzufrieden mit mir? Nein, nie, antwortete Biljam. Da öffnete der Herr ihm die Augen, und er sah den Engel mit dem Schwert mitten auf dem Weg stehen. Biljam warf sich vor ihm zu Boden. Warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Fragte ihn der Engel des Herrn. Ich selbst habe mich dir entgegengestellt, weil du auf einem verkehrten Weg bist. Aber deine Eselin hat mich gesehen und ist dreimal von mir ausgewichen. Du verdankst ihr dein Leben, denn wenn du weitergeritten wärst, hätte ich dich getötet. Nur sie hätte ich verschont. Ich habe Unrecht getan, sagte Biljam. Ich habe nicht gewusst, dass du dich mir in den Weg gestellt hattest. Ich werde sofort umkehren, wenn du mit dieser Reise nicht einverstanden bist. Geh ruhig mit diesen Männern, sagte der Engel, aber du darfst nur sagen, was ich dir auftrage. So folgte Biljam weiter dem Abgesandten König Balaks. Als Balak hörte, dass Biljam zu ihm unterwegs war, ging er ihm bis zur Grenzstadt Moabs am Arnonfluss entgegen. »Warum bist du nicht gleich gekommen?« fragte er ihn. »Ich habe doch so dringend nach dir geschickt. Meinst du vielleicht, ich könnte dich nicht angemessen belohnen?« »Jetzt bin ich ja hier«, erwiderte Biljam, »aber ich weiß nicht, ob ich deinen Wunsch erfüllen kann. Ich kann nur sagen, was Gott mir zu sagen befiehlt.« Biljam folgte Balak nach Kirjat Huzhut. Dort schlachtete der König Rinder, Schafe und Ziegen für das Opfermahl und ließ einen Anteil davon zu Biljam und den moabitischen Abgesandten bringen. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, warum bist du nicht gleich gekommen, als ich dich gerufen habe? Warum hast du nicht gleich den Müll weggetragen? Jetzt kann ich es selbst machen. Warum bist du nicht gleich? Warum tust du nicht gleich? Diese Frage musste sich Biljam gefallen lassen, als er schließlich am Hof des Königs ankam. Warum in diesen Zeiten wieder ein Predigttext, von dem wir wissen, dass es kriegerische Auseinandersetzungen geben wird? Haben wir nicht genug mit dem Krieg vor unserer Haustür? Ja, so könnte man argumentieren. Aber allein schon wegen der Reihenfolge der Bibelverse ist dieser Text heute dran. Und dieser Text hat uns ja auch einiges zu sagen. Biljam, ein Mensch, der Gottes Wort verstand, ein Prophet, könnten wir sagen, er bekommt Besuch von einer Gesandtschaft des
Königs Balak. Diese lässt ihm sagen, dass er einen Fluch sprechen soll über das Volk Israel, da der König mit diesen vielen Menschen nicht fertig wird. Balak bittet die, Bileam bittet die Abordnung über Nacht zu bleiben, damit er Gott befragen kann. Und dies tut er und unterrichtet die Männer, dass er dies nicht tun könne, weil der Herr dieses Volk, das Volk Israel, gesegnet hat. Ja, hier erinnern wir uns an die Zusage Gottes an Abraham: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und diese Zusage hat Gott nie von seinem Volk weggenommen. Er hält diese bis heute. So konnte Bileam gar nicht anders, als das abzulehnen. Aber der König lässt nicht locker. Er schickt eine größere Gesandtschaft mit der gleichen Bitte. Und wieder fragt Bileam nach dem Befehl Gottes. Und Gott sagt diesmal: Geh ruhig mit ihnen, aber tu nur das, was ich dir sage. Bileam bricht auf, sattelt seine Eselin und zieht mit diesen Männern. Gott wird aber trotzdem zornig darüber, dass er dies getan hat, und schickt seinen Engel, der Eselin von Bileam die richtigen Anweisungen gibt. Er führt sie vom Weg ab, treibt sie in Weinbergsmauern und schließlich in die Enge, wo nichts mehr geht. Und da geschieht etwas, das uns verwundert. Gott hatte Bileam gesagt: Tu nur das, was ich dir sage. Und er schlägt seine treue Eselin, die ihn Jahre getragen hat. Wer einmal erlebt hat, wie Hirten Esel schlagen, und das mussten wir erleben, als wir in Israel auf Eseln in die Schlucht zum St. Georgskloster geritten waren, der weiß, wie weh einem das tut. Gewiss, Esel sind störrig. Aber Bileam konnte sich bisher auf seine Eselin verlassen. Und da gibt Gott der Eselin die Sprache. Warum hast du mich dreimal geschlagen? Warum tust du das? Habe ich dich jemals enttäuscht? Wenn ich ein Schwert hätte, wäre es längst um dich geschehen, sagt Bileam voller Zorn. Der Zorn hatte ihn ergriffen. Und hier sehen wir die Menschlichkeit auch eines Mannes, der die Worte Gottes verstehen kann. Er reagiert zornig. Und erst als die Eselin sagt: Warst du jemals unzufrieden mit mir? Und er sagt nein, öffnet Gott ihm die Augen, so dass er auch den Engel sieht. Und da sieht er sein Unrecht ein. So ist es doch bei uns auch. Erst wenn wir sehen, was wir getan haben, spüren wir: Hier haben wir etwas richtig verbockt. Auf Warnungen hören wir oft nicht. Ja, wir schlagen sie in den Wind. Wir sehen das immer wieder. Gerade junge Menschen, da sagt man, sie müssen sich die Hörner abstoßen. Warnungen
schlägt man gerade in jungen Jahren in den Wind, weil man eben selbst Erfahrungen machen will und muss. Aber hier ging es um einen Befehl Gottes. Und trotzdem offenbart sich hier wieder die Menschlichkeit. Aber Biliam hat ein Einsehen und sagt, wenn du mit der Reise nicht einverstanden bist, dann kehre ich um. Können wir das auf die gegenwärtige Situation übertragen? Wenn du mit dem Krieg nicht einverstanden bist, dann höre ich auf. Danach sieht es leider nicht aus. Aber Gott ist auch in dieser Situation da. Wir kennen hier seinen Plan leider nicht. Aber wir wissen, dass er einen Plan hat. Wie der aussieht, wissen wir nicht. Als Biliam zum Hofe des Königs kommt, wir haben es eingangs gesagt, da bekommt er diesen Vorwurf gemacht: Warum bist du nicht gleich gekommen? Das haben wir als Kinder so oft gehört. Warum hast du nicht gleich? Warum tust du nicht gleich? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Aber Biliam hat hier natürlich die Weisung Gottes auf den Lippen. Er sagt dem König ganz klar, dass das, was er vorhat, nicht geht. Und der König sagt: Meinst du, ich könnte dich nicht bezahlen? Nein, darum geht es nicht, sagt Biliam. Ich kann dieses Volk nicht verfluchen, weil Gott es gesegnet hat. Wie einfach wäre das, wenn etwas nicht in Ordnung ist, einen Fluch aussprechen könnten und alles ginge nach unserem Willen. Ich glaube, dann wären wir schlimmer dran als in der gegenwärtigen Zeit. Und diese Zeit ist wahrlich schlimm genug. Aber diese Geschichte zeigt uns auch, dass wir auf Gottes Zusage hoffen dürfen. Denn so wie er die Eselin auf den rechten Weg gebracht hat, obwohl Biliam sie schlug, so können wir davon ausgehen, dass Gott auch hier einen Plan hat, wenn wir diesen auch im Moment nicht wissen. Wichtig ist, und das sagt uns diese Geschichte, haltet an Gottes Verheißungen fest. So wie Gott an seinen Verheißungen festhält. Denn dadurch, dass er uns Jesus in diese Welt schickte, haben wir jemanden, dem wir uns anvertrauen können, durch den wir mit Gott reden können. Nicht umsonst werden auf der ganzen Welt Friedensdemonstrationen und Friedensgebete abgehalten. Die Hilfsbereitschaft ist immens, weil die Menschen spüren, ja, hier müssen wir etwas tun. Und genau, wenn wir so handeln, dann erfüllen wir den Willen Gottes. Stellt euch dem entgegen, was nicht gut ist. Wenn ich euch sage, dass Krieg nie die Lösung von Problemen sein kann, dann handelt dem nicht zuwider, sondern stellt euch mit meiner Hilfe dagegen. Denn was passiert, wenn wir das nicht tun, sehen wir an Biliam.
Er hatte schließlich keine andere Wahl. Gott hatte ihm zwar gesagt, er dürfe mit den Leuten gehen, aber er trug ihm wiederholt auf, tu nur das, was ich dir sage. Und Bileam wusste, dass wenn er das tut, auf dem rechten Weg ist. Gott ist die Wahrheit. Wir hören im Moment wieder so viel von Wahrheiten. Dabei sind viele Wahrheiten, die wir dafür halten, glatte Lügen. Gottes Zusage an uns ist die Wahrheit. Gottes Zusage an uns, dass er durch Jesus Christus den Tod besiegt hat und Frieden bringen will. Der Friede Gottes ist anders als der Friede, den wir kennen und der doch so brüchig ist, wie wir im Moment sehen. Aber die Hoffnung auf Gottes Frieden wird uns irgendwann zur Gewissheit. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt, unser Friedensreich aufzubauen. Und das ist gewiss. Jesus war, ist und bleibt. Und das sagt uns auch diese Geschichte. Gott war, ist und bleibt. Und damit, mit dieser Gewissheit, können wir auch diese Zeiten ertragen? Können Menschen dagegen angehen? Können Menschen aufgenommen werden, die auf der Flucht sind? Und so könnten wir noch beliebig fortfahren. Gottes Zusagen an uns nehmen kein Ende und hören niemals auf. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Herr Jesus, wir kommen vor dich mit all dem, was uns am Herzen liegt. Vergib uns unsere Schwächen und unsere Schuld. Und nimm von uns, was uns quält und drückt, damit wir zu dir kommen können und dir jetzt die Ehre geben können. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Yeah.
uns den Weg zeigst, wenn du siehst, dass wir nicht weiter wissen. Unser Wissen ist Stückwerk, aber du, Heiliger Geist, kannst Leben schaffen. Ja, du wirkst Leben. Das ist gut zu wissen. So rufen wir dich jetzt an, sei du mit uns, mit der Welt und mit den Menschen, die leiden müssen. Du bist die Kraft Gottes, die alles bewirken kann. Darum bitten wir dich. Amen. Erhebet Gott den Herrn. Folgendes bekannt zu geben: Wir laden euch herzlich ein zu unserem ökumenischen Friedensgebet am Donnerstagabend und genauso herzlich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Wir sind immer wieder froh und dankbar, dass ihr mit uns feiert und ja, die Gottesdienste weitergebt, was ihr natürlich auch immer wieder gerne tun dürft. Wir spüren, dass ihr mit dem Gebet bei uns seid und das tut gut, gerade in diesen Zeiten, die so ungewiss sind, dass wir manchmal gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wir danken euch dafür von ganzem Herzen. Die Kontonummer zugunsten der Flutopfer werden wir auch in diesem Gottesdienst wieder einblenden. Und ab Donnerstag werden wir auch ein Spendenkonto der Diakonie einblenden für zugunsten der Ukraine. Alle anderen Kollektenzwecke könnt ihr aus den Internetadressen und über eure Gemeindebüros und auch in den Präsenzgottesdiensten erfahren. Es ist nach wie vor viel, viel Hilfe notwendig. Gott segne Geber und Gaben. Ihr Lieben, ich darf euch bitten, euch zu erheben, soweit euch das möglich ist. Wir haben am Montag die traurige Mitteilung erhalten, dass unser langjähriger Pfarrer Werner Lindecken in der Nacht von Sonntag auf Montag verstorben ist. Dies erschüttert uns zutiefst. Wir sind geschockt und es schmerzt uns sehr. Wir durften mit Werner Lindecken 19 Jahre lang zusammenarbeiten. Er trat sein Amt im Jahre 2000 an. Von Anfang an war er ein Mann der Tat. Ich erinnere mich noch gut an das erste Krippenspiel, das wir mit so viel Elan vorbereiteten. Und diese Krippenspiele, die er zum Teil selbst schrieb,
die begleiteten uns während seiner ganzen Amtszeit. Da kam es vor, dass er die Gemeinde zu Schafen machte, die dann Mäh schreien mussten, oder er ließ sogar den Stall zu Wort kommen. Es war aber nur ein Teil seines Wirkens. Wir verlieren in Werner Lindecken einen wortgewaltigen Prediger. Dies zeigte sich vor allem in den Gottesdiensten, indem er zu jedem Thema eine wirklich fesselnde Predigt hielt, in den Kindergottesdiensten, in den Gottesdiensten mit dem Kindergarten Steimel, in den Andachten, die er für die Frauenhilfe hielt und insbesondere auch in der Jugend- und Konfirmandenarbeit. Wir erinnern uns gerne an die Konfirmationen, die wir auch mit der Band Hopfies and Friends und dem Kirchenchor mitgestalten konnten. Auch hier wusste er durch seine Wortgewandtheit die Konfirmanden und die Gemeinde in seinen Bann zu ziehen. Gerade auch die Zusammenarbeit mit dem Kirchenchor war ihm sehr wichtig. Ebenso wie Besuche von Kranken und älteren Geburtstagskindern. Ein besonderes Ereignis war es immer, wenn es hieß, Kirche Niederwangach on Tour. An diesen Freiluft- und Waldgottesdiensten hatte er und wir stets viel Freude. Ob auf dem Steimler Kartoffelmarkt, in Sayn, in Breibach oder Probach. Immer hatte er das passende Thema parat. Es gab sogar einmal einen Hundegottesdienst. Die Freude, die er dabei hatte, die sprang stets auf uns, den Chor und auch auf die Gemeinde über. Werner Lindecken war aber auch ein Mann, der mit Humor gesegnet war. Wir werden wohl nie die Gemeindefeste und Neujahrsempfänge vergessen, in denen er mit seinem kölschen Humor, er war ja 17 Jahre Pfarrer in Köln und das hat ihn geprägt, mit seinen Stücken und Sketchen, ein Beispiel, wir haben keine Kännchen, oder seinen Liedern, wie Could You Tame, das wir bei jedem Ende eines Festes sangen, uns zum Lachen brachte und zum Schmunzeln, und dies tat gut. Das konnte er einfach. Auch waren ihm Kirchenkonzerte besonders wichtig. Gerne denken wir an die Konzerte mit dem Gemischtchor Steimel und unserem Kirchenchor zurück. Oder auch anderen Chören. Ja, Werner Lindecken wirkte auf vielen Ebenen. Er war aber auch ein äußerst geradliniger Mensch, ein Hintenrum, das gab es bei ihm nicht. Man konnte und musste manchmal auch kontrovers mit ihm diskutieren. Aber so vielfältig die Meinungen auch sein mochten, fand man irgendwo immer einen gemeinsamen Nenner. Wir verlieren mit Werner Lindecken einen Menschen, der sich als Pfarrer um die Kirchengemeinde Puderbach, insbesondere den Bezirk Niederwarmbach, verdient gemacht hat. Er führte
auch das Presbyterium mehrere Male. Und das Presbyterium war es auch, mit dem er seine Sketche, Stücke und Lieder an den Gemeindefesten und an den Neujahrsempfängen vorführte und darbrachte. Er war ein Mann mit vielen Facetten. Der Abschied von ihm fällt schwer. Er ging 2019 in den Ruhestand. Zum Glück, wie wir heute sagen müssen, denn ansonsten hätte er nicht mehr viel vom Ruhestand gehabt. Sein Tod trifft uns plötzlich und unerwartet. Jeder von uns hätte ihn gerne noch einmal wiedergesehen, aber das ist uns leider nicht vergönnt. Wir trauern um Werner Lindecken, unseren langjährigen Pfarrer und Weggefährten. Er hinterlässt eine Lücke, die so schnell nicht zu füllen ist. Wir werden Werner Lindecken vermissen. Wir werden ihm durch die Kirchengemeinde Puderbach und durch den Bezirk Niederwambach ein ehrenwertes Andenken bewahren. Und nun lasst uns für Werner Lindecken beten. Lieber Vater, wir kommen durch deinen lieben Sohn Jesus Christus zu dir, weil wir um unseren langjährigen Pfarrer und Wegbegleiter Werner Lindecken trauern. Sein Tod trifft uns tief, gerade weil er für unser Empfinden so plötzlich kam. Er ging erst 2019 in den Ruhestand und hatte leider nur wenige Jahre davon. Wir verlieren mit ihm einen Mensch, der uns wohl alle geprägt hat. Und das tut weh. Wir trösten uns aber damit, dass du bei ihm bist und dass wir wissen, dass er jetzt schauen darf, woran er sein ganzes Leben geglaubt hat, dass er der Wortverkündigung gewidmet hat. Nun darf er dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Und dafür sind wir dankbar. Wir bitten dich für seine Lebensgefährtin. Gib ihr deinen Geist und deine Kraft, damit sie die Zeit der Trauer gut überwinden kann. Uns, die wir ihn vermissen, schenke uns gute Erinnerungen. Gib du uns Kraft, dass wir seinen Tod überwinden können. Du, der du der Herr über Leben und Tod bist. Wir befehlen ihn deiner guten Hand und bitten dich, führe du ihn heim in dein ewiges Reich. Werner Lindecken, segne und behüte dich, Gott der Vater, der dich erschaffen und ins Leben gerufen hat. Segne und behüte dich der Sohn, der dir vorausgegangen ist und dich begleitet hat. Segne und behüte dich der Heilige Geist, der dich berufen hat und der dir aus der Ewigkeit entgegenkommt. Der Apostel Paulus spricht: Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehören unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Nun wollen wir gemeinsam ein Lied singen, das sicherlich zu den Lieblingsliedern von Werner Lindecken zählt. Das ist die Nummer 382. Ich stehe vor dir mit leeren Händen.
lass uns Fürbitte halten. Lieber Vater, durch Jesus Christus, wir kommen zu dir, um dir zu sagen, was wir sagen möchten und ja, dir auch sagen müssen. Das ist zunächst der Krieg in der Ukraine. Das nimmt uns den Atem und wir können es nicht verstehen. Herr, wir bitten dich, mach du diesem Kriegstreiben ein Ende. Zeige den Aggressoren, dass es so nicht mehr weitergehen kann und halte ihnen den Spiegel vor, dass sie erkennen, was sie tun. Wir bitten dich, sei du bei all denen, die in diesem Krieg verwickelt sind, Soldatinnen und Soldaten, bei Zivilisten, bei all denen, die auf der Flucht sind und vor allem auch bei denen, die ihre Heimat verteidigen. Herr, bringe du Ordnung in dieses Chaos. Wir wissen da leider nicht mehr weiter. Wir können dich nur um deinen Frieden bitten. Für alle, die im Moment in die Kriegsgebiete fahren, um Hilfsgüter dorthin zu bringen. Beschütze diese Menschen. Gib, dass die Güter dahin kommen, wo sie benötigt werden. Wir bitten dich, dass die Spendenbereitschaft nicht nachlässt. Wir bitten dich, beschütze auch alle die, die jetzt aus der Ukraine zu uns kommen. Wir bitten dich, gib ihnen Menschen, die sie aufnehmen, die ihnen zuhören und sie trösten. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, wir bitten dich für alle, die denken, dass die Corona-Pandemie zu Ende sei. Es wäre schön, wenn es so wäre. Aber wie wir sehen, ist dem nicht so. Gib all denen, die drauf und dran sind, die Geduld zu verlieren, ihre Geduld zurück. Gib all denen, die drauf und dran sind, mit Gewalt darauf zu reagieren, die Einsicht, dass das nicht die Lösung ist. Herr, wir bitten dich, mache du der Pandemie ein Ende, damit wir hoffen können. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, wir bitten dich auch für die Opfer der Flutkatastrophe. Auch hier ist noch lange kein Ende abzusehen. Gib den Menschen, die betroffen sind, Menschen, die ihnen zuhören, die sie in die Arme nehmen, die sie trösten, vor allem dann, wenn sie liebe Menschen verloren haben. Gib den Menschen Mut für den Wiederaufbau und zeige ihnen, dass ihr Leben nicht sinnlos ist. So vieles auf dem Herzen. Wir können es nicht alles laut aussprechen. Darum bitten wir dich, nimm du jetzt unsere Bitten in der Stille an. Nimm dich auch der Menschen an, um die wir uns persönlich sorgen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gib, dass wir auf deinem Weg gehen und bleiben. Gib, dass wir deine Wahrheit verkündigen. Die eine Wahrheit, die du am Kreuz für uns gegangen bist und das Leben, das du für uns am Kreuz durch deine Auferstehung geschaffen hast, indem du den Tod überwandest. Wir bitten dich, mache du uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns miteinander das Schlusslied singen. Es ist die Nummer 175, Ausgang und Eingang. Dass ihr diesen Lobpreisgottesdienst am Abend mit uns gefeiert habt. Wir wünschen euch, dass ihr mit der Situation gut fertig werdet, dass ihr geduldig bleibt und auf euch aufpasst. Aber wie immer am Schluss eines Gottesdienstes wünschen wir euch, dass ihr gesund bleibt oder gesund werdet. Und so geht hin mit dem Segen des Herrn in diesen Abend und in den Rest der Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Als Nachspiel hören wir, wer auf Gott vertraut. Vertraut.
Frau darf sich sicher wissen, in den Händen der Liebe, die ihn halten. Er darf mit Freude Gottes Hilfe sehen, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen Tag und Nacht, dich behüten, dich bewahren, dich beschützen bei Tag und Nacht. Denn er hat seinen Engeln befohlen.